Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Gassi-Video und zwar nehme ich euch bei einem Spaziergang bei Raven mit. Bei diesem Spaziergang ist er seit ein bisschen weniger als einer Woche bei mir und also ich glaube seit 5 Tagen. Und ja, wie man sieht, er läuft, finde ich, schon sehr brav, also er zieht nicht übermäßig an der Leine, außer er sieht mal was ganz Interessantes. Aber ansonsten läuft er eigentlich richtig fein und ich habe ihm auch schon angewöhnt, zu mir immer wieder zu gucken, auf mich zu achten. Gut, er läuft noch manchmal ein bisschen kreuz und quer, aber er soll auf jeden Fall auch aufmerksam sein und zu mir gucken. Und ja, das habe ich schon so ein bisschen mit ihm geübt. Das macht er auch richtig gut. Glücklicherweise ist er sehr verfressen und somit kann man ihn mit Leckerlis auch gut trainieren und schnell Dinge beibringen. Ja, und wie man sieht, die Leine hängt durch und das will ich ja auch. Also ich will ja nicht, dass den ganzen Spaziergang irgendwie an der Leine gezogen ist und da dann, ja, das einfach unangenehm für mich ist. Ich will es ja auch später, wenn er größer ist, bequem haben, wenn ich mit ihm spazieren gehe und nicht immer gezogen werden. Ja, deswegen habe ich das schon so ein bisschen mit ihm geübt, wie man sieht. Hier habe ich ihm dann gesagt, dass er sitzen soll. Das macht er auch schon richtig gut. Also das Kommando Sitz habe ich ihm schon beigebracht. Und dann habe ich ihn einfach losgelassen, dass er ein bisschen rennen kann. In den allerersten 2 Tagen, als er bei mir war, habe ich ihn noch nicht losgelassen, denn da musste ich ihn noch an die Leine gewöhnen, denn das kannte er noch gar nicht und das Halsband auch nicht. Und dann habe ich ihn aber losgelassen und er hört auch super gut auf seinen Namen. Ja, hier habe ich ihn gerufen. Also wenn man ihn ruft, dann kommt er eigentlich schon sehr brav, außer er findet was ganz Tolles zu fressen oder andere Hunde, die lenken ihn momentan auch noch ab. Aber ansonsten kommt er eigentlich immer. Aber gut, das lernt er dann auch noch. Er hängt sich momentan sehr an andere Hunde, wenn er welche sieht, möchte gerne mit denen auch spielen und würde dann auch gerne mit denen mitlaufen. Und das merkt man so, bei denen fühlt er sich ein bisschen sicherer auch. Ja, und er macht das aber eigentlich alles schon richtig gut, finde ich. Einige Dinge müssen wir noch trainieren, auch zu Hause. Aber draußen läuft bis jetzt eigentlich alles ganz gut. Natürlich möchte ich auch, dass er dann kommt, wenn er was Tolles findet und auch wenn andere Hunde da sind. Das werde ich dann natürlich auch noch mit dem üben. Ich denke, das wird mit der Zeit aber sich sowieso noch ändern. Er ist ja noch nicht so lange da und ist ja auch noch sehr jung. Und dafür, finde ich, hört er echt schon sehr gut. Dann bin ich mit ihm ein bisschen hier in den Wald rein. Und ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen die Musik laufen und dann sage ich später noch mal was dazu. Manchmal habe ich ihn hier gerufen. Jetzt zum Beispiel, also eigentlich immer, wenn ich ihm ein Leckerli gebe, dann habe ich ihn gerufen. Ich gebe ihm aber jetzt nicht immer ein Leckerli. Manchmal lobe ich ihn auch einfach nur so. Und ja.
jetzt laufe ich gerade wieder zurück mit ihm. Also, was heißt zurück? Raus aus dem Wald. Und immer wenn wir einen Weg zurückgehen, wo wir gerade hochgelaufen sind, dann rennt er immer wie ein Wilder und freut sich total. Er rennt total gerne vor allem Berge hoch und runter. Ja, das finde ich auch echt immer total süß. Momentan muss ich noch relativ häufig mit ihm raus tagsüber. Aber gut, das muss er einfach noch lernen. Aber das dauert natürlich auch noch eine Weile und es ist auch so gar kein Problem. Eigentlich klappt es schon ganz gut. Ja. So, jetzt laufe ich hier gerade noch ein bisschen mit ihm über die Wiese. Da übe ich, wie gesagt, immer das Rückruftraining. Ansonsten übe ich manchmal noch eben Sitz und Fuß übe ich auch schon mit ihm, dass er einfach lernt, Fuß zu laufen oder eben zu mir zu gucken, während er läuft. Und ja, das sind eigentlich so die Dinge, die ich mit dem kleinen Mann übe. Und ich finde, die meisten Sachen macht er schon ganz gut. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja, natürlich dauert das alles noch ein bisschen länger, bis es dann wirklich perfekt ist. Aber ich finde, dafür, dass er jetzt seit 5 Tagen da ist, macht er das alles schon richtig, richtig gut. Und dafür, dass er auch noch so jung ist. So, ich habe jetzt nicht den ganzen Spaziergang hier mitgefilmt. Wir waren ungefähr 20 Minuten draußen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.